Hallo, hier ist wieder Schoki Manoki mit Daily, eurer Tagesdosis Angeberwissen. Ja. Ja, wir haben gesagt, komm so schwul rein, wie du kannst. Hat er geschafft. Ja, super. Hallo. Du hörst dich an wie so ein Schokoladenonkel. Weißt du, was, kennst du die Schoko-Onkel? Hallo. Ja, hallo. Möchtest du einen Welpen? Einen Welpen? Oder Schokolade? Welpen ist ja geil. Naja. Ja, wir haben heute den 26. Dezember. Er ist der Till und ich bin der Sashi. Und heute hat Geburtstag, also hätte Geburtstag gehabt, sagen wir mal so, Annemarie Wendel. Kennst du? Nee. Kennst du Lindenstraße? Ja. Kennst du, wie hieß sie? Else Kling? Ach, die? Ja, Else Kling, die Hausmeisterfrau. Gleich. Ja. Hausmeisterfrau damals in der Serie, ja. Von der Lindenstraße, die immer so gemeckert hat. Das war ja die Meckertante der Nation. Der Haustrache, ja. Der Lindenstraße, ja, ja, ja. Genau. Ich erinnere mich. Else Kling hätte heute Geburtstag gehabt, ist 1914 geboren. Richtig alte Knopp. Auf jeden Fall. Ja, genau. Aber so sah sie halt auch aus, ne? Immer. Also sie kennt man ja eigentlich nur alt. Nee. Ja, die hat aber vorher schon als Schauspielerin war sie tätig, natürlich, sehr klar. Die sah aber wahrscheinlich schon als kleiner Junge. Genau, hatte schon als kleiner Junge dieses Kopftuch und diese Schürze und sowas an, ne? Als kleiner Junge? Ach, jetzt kommt er an. Ja, jetzt kommt er gerade an, ja, ist egal. So, du bist dran. Ja, 1999, ein Machtwechsel und zwar in Guatemala. Ja, und zwar Alfonso Portillo wurde neuer Präsident. Präsident! Präsident! Pfiff den Bursche zum Boden, sag ich dann nur. Ja, wenn jemand Monty Python kennen sollte, ja, weiß er, worüber wir reden. Genau. Ja, Präsident Portillo! Der ist wirklich Bordillo, oder? Nein, Portillo. Alfredo Portillo wurde Präsident in Guatemala. Noch zum Putten? Ja. Wir haben wieder einen Fakt des Tages. Ein Fakt des Tages, pass auf, wer es schafft, Google Chrome, das Programm, ja, zu hacken, bekommt von Google 2,5 Millionen Dollar. Verstehst du? Ja. Also das ist natürlich, also die wollen damit sozusagen die Sicherheit von diesem Programm gewährleisten, beziehungsweise wenn das jemand schaffen sollte, dann wird er auch noch dafür belohnt. Und dann soll der aber natürlich die Informationen rausgeben, ist ja klar. Ja, natürlich. Wenn er die Informationen nicht rausgibt, dann kriegt er ja auch keine 2,5 Millionen. Davon gehe ich aus. Ja, so. Das ist der Fakt des Tages. Nochmal, Fakt des Tages. Ja, genau. Ja, das war der 26. Dezember. Immer noch Weihnachtstag, aber bald ist Weihnachten rum zum Glück. Sag ich nur. Ja, man sieht es ja an. Ja, man sieht es auf jeden Fall an. Und wir sehen uns morgen wieder am 27. Dezember. Es geht stark auf Silvester zu. Yay. Cheerio, Miss Sophie. Ciao.